Ja, vielen Dank für die tolle Ansage. Jetzt kann ich nicht wie Alexander Munke kurz Musik machen. Ich brauche eine ganz kurze Umbaupause, indem ich natürlich das, worum es heute geht, hier auch echt und in Farbe mitgebracht habe, weil es gibt immer wieder Fragen, die, wenn ich mit jemandem darüber spreche, was so meine Passion ist, die sich nicht vorstellen können, was das bedeutet. Und das sieht dann so aus. Und übrigens heute, ich bin Head of Sales und Marketing, aber stilgerecht nach einiger interner Diskussion dann heute auch in Sneakers hier. Bevor ich die Enter-Taste drücke, sage ich auch nochmal Dankeschön. Es ist eine geile Veranstaltung. Ich bin total happy, dabei zu sein, denn es gibt jetzt diese Gruppe Passion, Passion, und das ist das, worüber ich heute sprechen darf. Und ich bin total happy, dass so viele Frauen da sind. Wir reden über Schuhe, meine Chancen steigen. Und von daher drücke ich mal Enter. Ich kann ja so tun, als ob ich die Enter-Taste nicht finde. Dann könnte ich ein bisschen Zeit, aber das klappt nicht. Ne? Also fangen wir an. Das war der Anfang, nicht vom Ende. Ich war bei der letzten Veranstaltung hier, und dann habe ich mich halt gefragt, das willst du auch mal machen? Dann kann ich fragen, was für ein Thema? Und dann habe ich den Film gesehen und der Titel, im Himmel trägt man hohe Schuhe, aber hier auf Erden trägt man Sneakers. Das ist zumindest mein Motto, und ich habe dann gelernt, dass nicht jeder den Begriff Sneakers kennt. Man kann zwar was sagen, aber es sind Turnschuhe, aber es ist ein Begriff, der wirklich mal, und deswegen habe ich das hier mit aufgenommen, bitte schlagen Sie es nach, ich hoffe, Sie kriegen die Folien im Nachgang, ist wirklich kein Kunstbegriff, der ist explizit erfunden worden, was Sneakers sind, aber wem es hilft, so kann das dann aussehen, wenn man Sneakers hat. Ich gehe mal beiseite, die habe ich in meiner Schuhgröße 48,5 in Neongelb mit Prilblumen. Das war schwer zu bekommen, das ist ein Sammlerstück. Aber sowas mache ich dann auch. Und in der Tat sind das dann wirklich so Modelle, und Sie werden gleich sehen, die nicht am teuersten sind. Ich habe Ihnen da was mitgebracht, aber so fing das alles mal an. So bin ich zu dieser Abhängigkeit gekommen. Das bin ich. Das sind Puma Süde Classic in Blau-Weiß. Das Modell kriegen Sie natürlich heute an jeder Ecke zu kaufen. Ist ein absoluter Klassiker. Der Schuhszene, und Sie sehen, wenn Sie sich die Preise anschauen, muss man dafür nicht exorbitant viel Geld ausgeben. Und mit Sneakern ist es so, und das ist meine feste Überzeugung, wie mit Jeanshosen. Ne? Nietenhosen, Jeanshosen, Turnschuh, Sneaker. Sie denken doch heute gar nicht mehr darüber nach, wenn Sie die Jeans anziehen. Sie haben x-beliebig viele Paare im Schrank. Und ich wünsche mir, dass Sie das bei Sneakern genauso sehen und nicht mich verrückt erklären oder andere, wenn die so eine Sneaker-Phobie oder Leidenschaft haben. Denn, stell dir vor, du hast Füße und nimmst Sneakers. Wer von Ihnen trägt Schuhe? Also es betrifft Sie alle, denke ich mal. Das ist zum Beispiel wirklich eine Szene, ein Foto, wo Menschen darauf warten, dass ein paar Sneaker in den Handel kommen. Da pennen die ganze Nacht vor so einem Laden. In dem Fall ist es ein Adidas-Paar. In England aufgenommen, und es geht los. Und für Männer ist das absolut wichtige Thema. Ich habe das heute Abend gemerkt. Wenn Sie Sneaker haben und tragen und sich da auskennen, dann haben Sie bei Frauen gepunktet. Das ist ein aktuelles Modell. Die Farbe der Streifen nennt sich Sesam. Wenn Sie jetzt Ihre Frau fragen, sag mal, passt Sesam zu Blau oder so? Dann haben Sie gepunktet. Dann sind Sie als Mann der Held, weil dann interessieren Sie sich für Mode und machen bitte niemals das. Niemals. Adidas Samba in Schwarz-Weiß, am besten noch Ingenieurstitel und ein Karohemd, geht gar nicht. Das ist ein absolutes No-Go. Das Leben ist viel zu bunt, und wir haben heute so viele tolle Sachen schon gehört, die das bestätigt haben, auch vorhin in der Pause beim Essen. Also das bitte machen Sie nicht. Und eine Frage, die immer wieder kommt, hier sehen Sie, dass das Leben viel zu bunt ist. Und ich habe ja versprochen, ich werde die Fragen auch zum Großteil beantworten. Das ist doch ein Sammlerobjekt. Was kostet denn sowas? Sie können also heute locker 100.000 Euro für ein paar Sneaker ausgeben. Und ob die nun gut aussehen oder nicht, also mir gefällt der am besten, weil ich bin eher so der Oldschool-Typ, aber können Sie auch mal so 80.000 Dollar dafür ausgeben. Wer sich jetzt dafür interessiert, ja, es ist in der Tat so. Ich habe hier mal eine kleine Übersicht gemacht, sprechen Sie mich an, Sie kriegen das im Nachgang. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, was es alles für Sneaker-Marken gibt. Und mache ich das schon eine Weile, ich sammle jetzt etwa 10, 12 Jahre Sneaker, ich habe etwa 750 Paar, ich habe einen Lagerbereich dafür angemietet, das ist kein Scherz. Bei mir gilt primär das. Blau, und zwar Adidas Originals. Nur die sind im Originals blau. Es gibt von Adidas noch andere Serien, wie Performance, wie Neo. Aber bei mir muss es das sein. Und wenn man dann nochmal eine Etage weiterkommt, habe ich natürlich ein paar weitere Kriterien. Sehen wir jetzt hier, das ist das Beste, was man aus einem Tier machen kann. Nach einem Steak, denke ich mal. Ein paar vernünftige Ledersneakers. Wir werden gleich noch sehen in der nächsten Folie. Natürlich habe ich meine, die Frage kommt immer wieder,
Was kannst, wonach kaufst du die, wonach sammelst du die? Gibt es da irgendwelche Kriterien? Ja, die gibt es. Und zwar habe ich das mal hier so aufgeführt. Die kann man jetzt nicht so sehen. Aber die fettgedruckten, die fünf, die müssen erfüllt sein. Und bei denen ist das der Fall, weitestgehend. Die müssen erfüllt sein, damit ich mir ein paar Sneaker kaufe. Und ganz wichtig, ich zahle niemals mehr als den Listenpreis. Ich zahle keine Sammlerpreise. Und Sie kriegen jetzt in der nächsten Folie dann gleich zu sehen, bitte, wenn Sie anfangen wollen, das ist mal so ein Auszug aus Websites, wo ich persönlich einkaufe, wo ich nicht mehr als den Listenpreis bezahle und das ist wichtig, wo ich die Schuhe in meiner Größe kriege, in UK 13. Das ist 48, 48, 2 Drittel, 48,5, je nachdem, bei welchem Hersteller man diese Schuhe kauft. Da stehen ein paar Exemplare. Und wenn Sie das dann in Hannover machen wollen und gleich morgen, ey, jetzt will ich auch Sneakers haben, ich will so wie der Sean, ne? Da wird die Luft ziemlich dünn. Sie haben drei Shops, da kriegen Sie die, da kaufe ich nicht ein, weil das sind zwar Profi-Shops, aber die haben nicht meine Größe. Und deswegen ist das leider für mich nicht so eine Option, aber wenn ich so in die Runde schaue, die meisten von Ihnen dürften das Problem nicht haben. Und wenn nichts mehr geht, designen sich Ihr eigenes Modell. Der Schuh, der da außen steht, das ist meine eigene Kreation, den gibt es weltweit nur einmal. Und das kann jeder von Ihnen tun, das ist gar nicht so teuer. Das hängt jetzt vom Modell ab, also bei Adidas sieht das so aus, da können Sie sagen, was für ein Leder, was für eine Streifen, was für ein Obermaterial. So, dieses Paar kostet inklusive Versandkosten 129 Euro. Und die Frage kennen Sie vielleicht von Partys. Und was ist mit vegan? Auch das geht. Gar kein Problem. Es gibt mittlerweile Websites. Und Puma hat vor 6 Jahren eine Kollektion für vegane Leute rausgebracht. Für die Überzeugung können Sie vegane Sneakers kriegen. Habe ich ausprobiert. Sehen scheiße aus, schmecken scheiße. Aber ich empfehle Ihnen, es geht. Also es gibt keinen Grund, das nicht zu tun. Und wenn, und das ist der große Dank an meine Traumfrau, die hier vorne sitzt, Total Cost of Ownership, ein bisschen Business müssen wir machen. Dann kann das am Ende so aussehen. Das ist eine Momentaufnahme aus unserem Keller. Das ist wirklich nur ein Screenshot. Es sind deutlich mehr inzwischen geworden. Also von daher überlegen Sie sich, ob Sie darauf eingehen wollen. Denn Sie kriegen es nicht auf Krankenschein. Und diese Entschuldigung habe ich mal versucht. Hat nicht funktioniert, aber bei uns ist noch alles im Lot. Ich sage Ihnen nur, wenn Sie diese Leidenschaft beginnen und Sie diese Passion packt, dann kann das am Ende viel Platz in Anspruch nehmen. Es muss nicht teuer sein, kann aber eine Rolle spielen. Und somit komme ich zur letzten Frage, die immer wieder diskutiert wird. Trägt man Sneakers zum Anzug? Meine Antwort, nein. Das ist so, als ob Sie cool sein möchten. Das war mal so. Heute in Deutschland reicht es, wenn Sie ein Hemd anhaben ohne Krawatte zum Anzug, dann sind Sie so cool, da kommt schon keiner mit klar. Also von daher, mein Vorschlag, machen Sie es nicht, sondern gönnen Sie sich einen anderen Stil. Dankeschön. Thank you.